Echter Patientenfall, Kartoffel, ist sie schlimm? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, ob die Kartoffel per se überhaupt schlimm ist oder nicht. Sie wird ja bei dieser ganzen Low-Carb-Geschichte, wird ja mal gesagt, Kartoffel, Reis, Nudeln, alles weg. Ist es wirklich so und ist sie so schlimm? Mein Statement dazu, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Leute, da ist die Kamera, ne? Sorry, falls ich jetzt gerade falsch geguckt habe, kann ich auch immer gut in diesen Videoaufnahmen, es bleibt spannend. Also nochmal zurück zur Kartoffel. Ich hatte eine Patientin in der Beratung, die tatsächlich mit ihrem Mann zusammen die Fragestellung hatte sozusagen, ist die Kartoffel wirklich so ungesund? Weil sie kannte die Kartoffel, mag sie gerne, schon von ihren Eltern und Großeltern. Die haben die sogar selbst angebaut und ja, also eine Kartoffel an sich oder jetzt zum Beispiel eine Backkartoffel, ja, ist per se nicht schlecht. Die Kohlenhydrate sind immer langsame Kohlenhydrate, die sind gar nicht so schnell. In der Regel, wenn ich sowieso Eiweißquelle und sowas dazu esse, dann habe ich bei einer Pellkartoffel, bei einer Backkartoffel oder eben bei einer Salzkartoffel immer einen bestimmten Blutzuckeranstieg. Es kommt nämlich auf die Menge drauf an, wie schnell der Blutzuckerverlauf wirklich hochgeht. Die Schwierigkeit, die besteht, ist nicht in der klassischen Salzkartoffel oder in der klassischen Backkartoffel. Hier sind ja die Mengen auch definiert als eine Handschale voll. Sondern was ich aus der Kartoffel mache. Leute, was essen die Leute denn um mich herum? Essen sie Pommes oder Kroketten oder dann essen sie Kartoffelsalat oder wenn das jetzt, ne, sieht ja auch, könnte ja auch Kartoffelbrei sein. Dann habe ich immer mehr Kartoffel und auch bei den Kroketten zum Beispiel, dann steigt der Blutzucker schneller an. Das heißt, was ist jetzt besser, die Salzkartoffel oder Pellkartoffel zu essen, ne, das wäre ja Thema Pellkartoffel, ist gesünder, weil der Blutzucker nicht ganz so schnell ansteigt, als wenn ich eine größere Menge esse. Und die ist ja häufig auch noch kombiniert mit Fett zusammen. Ihr kennt das alle mit den Pommes zum Beispiel, Kroketten, die Kartoffelsalat, Kartoffelpüree. Wir essen ja davon auch nicht nur eine Handvoll, sondern ich sehe das immer wieder, wenn die Leute zu den Buffets rennen und sich Kartoffelsalat auffüllen oder beim Grillen zum Beispiel, haben wir immer eine größere Menge. Leute, wer isst hier zwei Stücke Kroketten? Ja, wenn es Kroketten gibt, essen wir die doch und dann essen wir häufig mehr. Das heißt, es wäre schlauer gewesen, man hätte gesagt, zubereitete Kartoffeln oder verarbeitete Kartoffeln, die lassen den Zuckerspiegel ansteigen, vor allen Dingen immer dann, wenn sie auch noch einen Fettanteil, wenn sie noch paniert sind, oben drauf, noch Brötchen drumherum, ne? Dann geht der Blutzucker schneller hoch. Die klassische Salzkartoffel, Leute, die kann gar nichts dafür, die ist überhaupt nicht schlimm. Und sie macht auch einen Sättigungseffekt, diese Hype um Low Carb immer, dass die Kartoffel so schlecht ist. Es kommt auf die Menge drauf an, wie viel esse ich. Und es kommt darauf an, was ich aus der guten Kartoffel mache. Also ihr Lieben, ich esse auch gerne Kartoffeln, könnt ihr auch gerne weitermachen. Bei all dem, was lecker ist, ist die Menge entscheidend. Und hier wäre es sinnvoll, weniger zu essen. Hier wäre es auch sinnvoll, ne, weniger zu nutzen und dann zu schauen, dass ihr mehr Gemüse mit reinnehmt. Ja? Das heißt, wenn ich mein Essen gesund zusammenstelle, würde ich weniger nehmen, mehr Gemüse dazu, also in der Regel zwei Handschalen voll mit Gemüse. Und dann würde man eben gucken, dass man einen Anteil zum Sättigungseffekt an Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei dazu nimmt. Warum? Zwei Hände voll mit Gemüse, eine Handschale voll mit Kartoffelreis oder Nudeln oder zubereitet mit Kartoffelsalat oder Kroketten oder ähnlichem, aber etwas vorsichtiger und dann noch eine Eiweißquelle dazu. Ja? Also ihr Lieben, die Kartoffel könnt ihr gerne lassen, wenn wir dazu zwei Hände voll mit Gemüse machen, ja, dann kriegen wir ja auch einen guten Sättigungseffekt. Dann könnt ihr, ich nehme nochmal die Beispiele, die ich jetzt hier habe, und dann würdet ihr Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei dazu nehmen und dann hätten wir einen gesunden Teller. Ja? Also ihr Lieben, Kartoffelesser, wer da draußen Kartoffel essen mag, macht es gerne. Leute, ich esse auch Kartoffel. Ich mag sie gerne und mir schmeckt sie auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Lieben Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Kartoffelessen.